Der Sturm hat sich heute Nacht wieder über uns ausgetobt, Ihre Gemeinde. Und an diesem Morgen dürfen wir hier sein, ausgeruht hoffentlich nach einer dennoch gut geschlafenen Nacht. Ein wenig stürmisch wird es auch in unserem Predigttext zugehen, aber ich bin sicher, wir werden die Ruhe bewahren. Herzlich willkommen heute Morgen am vierten Sonntag vor der Passionszeit hier in Ihrer Kirche zu Sankt. Ich bin Heine Kobring, immer noch Vertretungspastorin im Kirchenkreis in der Region Aachen. Gott segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Den Psalm hören wir aus Psalm 107, die Verse 1 bis 9. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen die sagen, die erlöst sind durch Gott, die er aus dem Mond erlöst hat, aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die irregegangen sind in der Wüste auf unebenem Weg und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verging. Und die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg. So kamen sie zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Diejenigen sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er satt macht die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Auf diesen Vers, auf diesen Psalm wollen wir antworten mit dem Lobgesang Nummer 272 in unserem Gesangbuch. 272 und wir singen den Lobpreis 200 Liter. Thank you.
Sklaven in der Provinz Asien. Da wir über die Maßen beschwert waren darüber und über unsere Kraft hinaus, sodass wir auch am Leben verzagten. Und wir dachten bei uns selbst, zum Tode verurteilt zu sein. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er wird uns auch weiterhin erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns. Das Lied 157 wollen wir miteinander singen. 157 im Gesang. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
die Strophen 1 bis 3. Im 14. Kapitel.
Wunder gegeben. Und so schreibt nun Matthäus weiter: Kurz danach forderte Jesus die Jüngerinnen und Jünger auf, in das Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge verabschiedet hatte. Und er verabschiedete die Volksmenge und stieg auf einen Berg, um allein zu sein, beim Beten. Als es Abend geworden war, war er dort ganz für sich. Das Boot aber war schon viele hundert Meter vom Ufer entfernt und kämpfte mit den Wellen. Der Wind stand ungünstig. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging über den See. Die Jüngerinnen und Jünger sahen, wie er auf dem Wasser lief und erschraken und meinten, das sei ein Gespenst. Und sie schrien vor Angst. Jesus sprach sie sofort an und sagte: Seid mutig, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus antwortete ihm: Jesus, wenn du es bist, so sag mir, dass ich über das Wasser zu dir kommen soll. Er antwortete: Komm. Petrus stieg aus dem Boot und lief über das Wasser, um zu Jesus zu gelangen. Als er den starken Wind wahrnahm, bekam er Angst und begann zu sinken. Er schrie: Jesus, rette mich! Jesus streckte sofort seine Hand aus und ergriff ihn und sagte: Du mit deinem geringen Vertrauen. Warum zweifelst du? Als sie dann ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Und die im Boot saßen, fielen vor Jesus nieder und sagten: Du bist wirklich Gottes Sohn. Jesus möchte also ausruhen in dieser bekannten Geschichte, liebe Gemeinde. Er schickt die anderen voraus, so hören wir es. Sie werden vor ihm an diesem Abend, in dieser Nacht, ans andere Ufer gehen. Er schickt die Menschen nach Hause, die ihm heute zugehört haben, und steigt trotz seiner Erschöpfung noch den Berg weiter hinauf. Für heute ist es genug. Niemand wird ihn jetzt mehr spüren. Oder doch? Es ist wie ein Film, in dem wir nun mitspielen dürfen. Das Boot mit den anderen hat sich schon weit entfernt und ist kaum noch zu sehen. Der Wind hat stark zugenommen, sodass sie schwer zu kämpfen haben. Wir fühlen uns erinnert an eine andere Geschichte. Da ist auch die Rede davon, Jesus und der Sturm. Jesus hält dagegen an. Jesus gegen die Angst unterzugehen. Er bändigt die Kraft des Windes und beruhigt die Jünger, die in Todesangst sind. Eine beeindruckende Szene. Aber hier ist es noch anders. Matthäus beschreibt diese Variante. Es scheint nicht so zu sein, dass das Boot selbst in Gefahr ist, dass es zu kentern droht. Der Wind ist stark, aber eigentlich steht dort nur in dieser Übersetzung ungünstig steht der Wind. Und ja, das sind ja erfahrene Fischer, von denen wir sprechen. Sie kennen den See gut. Und Jesus? Macht er sich Sorgen wegen des zunehmenden Windes oder ist er vollkommen in sein Gebet vertieft? Hat er etwa vergessen, dass das Boot längst unterwegs ist, noch dazu in der Nacht? Wie will er es denn einholen? Das sind Fragen, die wohl ein Kind stellen würde, würden wir diese Geschichte erzählen. Aber für den Kern dieser Geschichte und den Fortlauf sind diese Fragen ganz unwichtig. Die Geschichte hat einen anderen Höhepunkt. Jesus schreitet über das Wasser auf das Boot zu. So geht das. Lassen wir es so stehen, wie es da ist. Matthäus stellt es als ein Wunder dar, wie so oft. Jesus kann das. Und wir lassen das als Zuhörende ebenso gelten, damit die Geschichte seinen Fortgang nehmen und seinen Höhepunkt erreichen kann. Sie haben richtig gehört.
sieht die Gestalt Jesu aus wie ein sich nährendes Gespenst. Und die Fischer geraten in eine furchtbare Panik. Da muss ich selbst an Situationen denken, wo ich mich so erschrocken habe, dass ich hoffe, dass ich das in meinem ganzen Leben nicht wieder erleben muss. Wissen Sie, was ich meine? Nahezu eine tief und fast tödlich empfundene Angst. Und nun kommt es, was wir vielleicht schon gewusst oder auf jeden Fall jetzt geahnt haben. Jesus kommt und strahlt eine große Ruhe aus. Ob er auf einen ebenen Weg geht oder über ein Wasser oder durch einen Schlamm warten muss, das scheint ganz gleich. So kennen wir ihn. Er spricht diejenigen, die in Not sind, an. Seid mutig, ich bin es doch. Habt keine Angst. Aber auch das haben wir geahnt. Petrus muss sich wieder besonders hervortun und es allen vormachen. Er will Jesus auf gleichem Wege entgegenkommen. Und das geht, wie schon öfter, schief. Er droht zu versinken. Fast möchte man sagen, natürlich, wie sollte es auch anders sein? Seine Unsicherheit, sein zu schwaches Vertrauen überwältigen ihn, so sagt es die Geschichte. Er versinkt buchstäblich in Angst. Die Tiefe des Sees, das Untergehen, ist ein passendes Bild, wenn auch ein sehr drastisches, für unser verletzliches, gefährdetes Leben. Über dieses dramatische Bild braucht man kaum viele Worte zu machen. Es ist mit Händen zu greifen und diese Szene wurde oft gemalt. Jesus packt schnell zu und zieht Petrus an sich heran. Rettung. In höchster Not Glück gehabt, kann man sagen, oder in der Sprache unseres Glaubens aufgerichtet, hinaufgezogen, festgehalten, umarmt und wieder behütet. Jeder Mensch kennt solche Situationen. Hände, die uns in letzter Minute festhalten und uns Halt geben. Festgehalten zu werden von einem Menschen, mit dem wir zusammenleben, das ist etwas Wunderbares, ein guter Grund, auf den wir uns verlassen können. Meine Frau, mein Mann, meine Schwester, mein Bruder, meine Freundin, wer auch immer, es kann fast jeder sein. Ja, sogar von einem Unbekannten, der wie ein barmherziger Samariter vorbeikommt an unserer Notsituation, auch von ihm oder von ihr kann es uns ganz zufällig widerfahren. Es gibt Menschen, auf die ist Verlass. Menschen, die tragen einen Feinden, das seismischen Grafen in sich, der summt leise und löst automatisch diese zupackende Hand aus. Und wir, am Ende unserer Kraft, erschöpft, kleinlaut, manchmal wütend über uns selbst, weil wir uns falsch eingeschätzt hatten, wir können in unserer Notsituation darauf vertrauen. Ja, dieser unser Übermut, wenn er die Ursache ist, oder dieser unser Mangel an Vertrauen, wenn er die Ursache unserer Not ist, beides macht uns zu schaffen. So wie Petrus immer wieder merkt, so stark ist er nicht, wie er sich selbst sieht und wie er es nach außen hin gerne behauptet. Nein, sein Glaube ist wankelmütig und oft schwach. Beinahe werden auch wir versunken in der einen oder anderen Situation, mit unseren schwermütigen Gedanken, in unserem Schuldbewusstsein oder in Selbstvorwürfen, tief eingesunken, überwältigt in einer Krise, weil das Leben uns an einen Abgrund zu führen scheint. Ja, das kennen wir auch. Und diese Zweifel und diese Angst, aber Gott sei Dank, da hat uns einer im Innersten berührt, da hat uns jemand aufgefangen, die Hand gereicht und auf
Ich bin es, sagt Jesus. Hab keine Angst. Ich bin es doch. Aber er sagt es nicht, ohne uns zurechtzuweisen. Du, Petrus, du wieder, mit deinem geringen Vertrauen, warum zweifelst du? Aber so ist es nun mal mit uns Menschen. Die Nase hochhalten und dann gehen wir fast runter. Das sind uns ähnlich. Schön, dass es diese Menschen gibt, die das von uns wissen und die da sind, wenn wir sie brauchen, ohne großes Wenn und Aber, ohne Vorwürfe vielleicht sogar. Und schön, dass es Gott gibt, der uns wieder Bodenhaftung gibt und uns aufrichtet. Ich denke immer noch nach, warum Matthäus diese Rettungsszene, die ja so tröstlich ausgeht, warum er diese Geschichte angefangen hat mit diesem Rückzug Jesu zum Gebet. Warum koppelt er das überhaupt? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Kann es mir sagen, dass auch mir, dass auch uns oft der innere Ausgleich fehlt, der innere Frieden und die Stabilität? Suchen wir zu wenig danach, bevor wir gewagte Vorhaben anfangen? Oder wenn wir kraftlos sind? Im Fahrwasser des Alltags mit all den Turbulenzen, in denen wir stecken, da geht das wohl oft unter. Dieses sich zurückziehen, Zwiesprache halten mit Gott. Gottes Evangelium neu in mir klingen lassen, einfach mal wieder aufschlagen und einen Bibelvers lesen, mehrmals lesen und ihn mir nachklingen lassen. Das hört sich gut an. Sicher ist auch das eine Frage des Vertrauens, aber auch der Übung. Ob das Gebet mir überhaupt nützt? Ob es mich wirklich aufrichten kann als Hilfe und Stütze in bewegten Zeiten, wo jeder Tag neue Meldungen bringt, die mich beunruhigen? Jeder und jede von uns muss das selbst erfahren. Aber es beginnt damit, dass ich mir Zeit für diesen Rückzug, für diese Stille nehme. Ja, so muss es wohl sein. Genau darum beginnt Matthäus die Rettung des Petrus mit dem Hinweis auf das Gebet. Das Gebet kann zum Rettungsseil werden. Genauso wie Jesus es brauchte, so brauche ich erst recht ich es. Das Gebet kann zum Rettungsseil werden, genauso wie eine zupackende Hand, die mich aus der Tiefe zieht. Amen. Wir wollen weiter singen aus dem Lied Nummer 324. 324, die angeschlagenen Strophen sollten 1 und 2 sein und 7 und 8.
abzukündigen heute ist die Kollekte. Es ist eine landeskirchenweite Kollekte, wie wir sie nennen, für den heutigen 6. Februar, und zwar für gesamtkirchliche Aufgaben der EKD. Dahinter verbergen sich die vielen evangelischen freiwilligen Dienste, die jungen Menschen Möglichkeiten bieten, sich für andere zu engagieren und dabei Kirche und Diakonie näher kennenzulernen. Es geht auch um Einsätze der jungen Freiwilligen, um die besser begleiten zu können, mit Geld gebraucht für digitale Möglichkeiten der Seminararbeit, für Konzepte und Fortbildung zur Begleitung in Krisensituationen und viel anderes mehr. Herzlichen Dank allen, die zu dieser Kollekte beitragen. Bleibt mir die Einladung zum nächsten Sonntag, der nächste Gottesdienst am 13. Februar wird von Pastor Jörg Arndt gehalten, wie gewohnt um 11 Uhr. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Mit Gebet, Vater unser und Segen, wollen wir nun unseren Gottesdienst beschließen. So lasst uns gemeinsam Fürbitte halten. Gott, du bringst Stürme zum Schweigen. Jesus Christus, du sprichst zu uns und rettest durch dein helfendes Wort und deine zupackenden Arme. Zu dir beten wir, zusammen mit allen, die in Angst leben. So spricht dein Wort zu denen, deren Schmerz unerträglich ist, die keine Kraft mehr haben, die ohne Trost verzweifeln. Bringe du die Angst in ihnen zum Schweigen und rette du sie. Das bitten wir sehr. Zu dir beten wir, zusammen mit denen, die sich nach Frieden sehnen. Bring die zum Schweigen, die mit Krieg drohen, die schwache Menschen erpressen, die mit Lügen ihre Macht verteidigen. Schaffe deinen Frieden Raum auf dieser Welt und rette die Opfer von Krieg und Gewalt. Das bitten wir dich sehr. Zu dir beten wir, zusammen mit denen, die hungern. Reiche deine Hand denen, die alles verloren haben, die auf der Straße leben, die flüchten müssen von einem Land in ein anderes Fremdes und denen das Brot für heute und für morgen fehlt. Bewahre sie vor dem Untergang und rette sie, das bitten wir sehr. Zu dir beten wir, zusammen mit allen, die dich suchen. Sprich zu denen, die an deiner Kirche verzweifeln, die ratlos sind und doch bleiben, die dir treu sind, aber nach dir fragen. Tröste sie, nimm uns die Furcht. Dein Heiliger Geist wirke heute und morgen und rette uns. Dir vertrauen wir uns an, jetzt und alle Zeit. Und so beten wir, wie du, Jesus Christus, es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.